So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Hier bin ich wieder und heute lese ich die ersten Postings auf Facebook zum Thema iOS 11 ist da. Und da geht's drunter und drüber große Aufregung. Der eine schreibt, mein Handy wird langsamer und es ist alles ganz schrecklich. Meine Tochter schimpft, dass es irgendwie nicht mehr so gut aussieht. Ich finde, es ist sensationell und ich finde etwas ganz besonders toll, was ich euch zeigen wollte heute, was man am Smartphone machen kann. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar habe ich hier mein iPhone mal gespiegelt. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit ihr auch besser mitverfolgen könnt, was Sache ist. Und zwar. Das Tolle ist, man kann ja hier auf dem iPhone so ein paar Dinge machen. Man wischt hier mit dem Finger nach oben, dann kommt hier dieses Kontrollzentrum hoch. Und da seht ihr bei mir jetzt Buttons, die bei den meisten standardmäßig nicht eingestellt sind. Also man kann natürlich hier heller machen, dunkler machen sofort, indem man da drauf tippt auf die Beleuchtung und die Lautstärke lauter machen und die Musik sofort anstellen. Und es gibt ein bisschen mit dem Flugmodus jetzt eine Neuerung, die da heißt, wenn ich da drauf tippe, dann wird nur die Wi-Fi-Verbindung gekappt, beziehungsweise die laufenden Verbindungen gekappt, aber Wi-Fi bleibt aktiv im Hintergrund und Bluetooth auch. Das kann man einstellen in den Einstellungen, aber darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Ich habe jetzt gerade hier gespiegelt, man kann auch hier AirPort einschalten, sodass das iPhone oder das Smartphone oder das Tablet auch gekoppelt wird mit anderen Geräten und man den Bildschirm sozusagen darüber scheren kann. Man kann die Lampe anmachen und die Stoppuhr und so weiter, all die üblichen Funktionen, rechts auch die Kamera sofort. Aber was ich ganz toll fand, das sind die Buttons hier unten, die habe ich jetzt neu eingefügt. Ich zeige euch mal, wie das geht hier. Man geht hier, also ich mache es ein bisschen heller, man geht hier raus, wischt es weg, geht auf Einstellungen und dort auf das Kontrollzentrum. Und der Punkt ist der, ich zeige euch mal, was man damit machen kann. Man kann also jetzt mit dem Kontrollzentrum Steuerelemente anpassen. Und zwar habe ich hier bei mir schon angestellt Kamera, Stoppuhr, Sprachmemos, Stromsparmodus und Bildschirmaufnahme. Das ist neu. Das kann ich hier wegmachen. Ich kann es entfernen und dann sehe ich es hier unten bei den weiteren Steuerelementen und kann es damit wieder hinzufügen zu dem Kontrollzentrum. Und wenn ich da zurückgehe und dann hochwische, dann habe ich es hier mit diesem Button rechts gleich mit drauf. Wenn ich da drauf tippe, dann startet sofort eine Bildschirmaufnahme. Und ihr seht, dann wird das, was auf dem iPhone passiert, gleich mit aufgezeichnet. Und das ist prima. Und ich zeige euch mal, ich stoppe jetzt mal die Aufnahme nochmal. Das stoppt er jetzt, also er macht gerade eine neue Aufnahme. Und dann gehe ich mal zurück auf die Fotos und dort speichert er die neueste Aufnahme, die ich da gemacht habe, normalerweise gleich hier in eurem Fotostream entsprechend. Und da ist das Video, das ich vorhin gemacht habe. Jetzt drehe ich es nochmal, also so sieht es aus entsprechend. Und dann kann man auf Play drücken und dann zeigt er euch gleich hier dieses Video. Dieses Video spielt auf Apple TV, das heißt, jetzt wird es hier abgespielt auf Apple TV. Hier seht ihr es und ich zeige es mal ein bisschen hier rüber. Das ist jetzt eine Aufzeichnung, die ich auf dem iPhone gemacht habe und die kann man natürlich sofort kommentieren. Das bedeutet, dass man jetzt nicht mehr nur am Rechner sitzen muss, wenn man etwas aufzeichnet und auch erklären will seinen Kunden, sondern man kann tatsächlich auch Dinge auf dem Smartphone, auf dem Tablet sofort mit als Bildschirmaufzeichnung mit festhalten und das Ganze mit einbinden in einen Livestream, in eine Sendung, in einen Beitrag, sodass man auch seine Zielgruppe, sein Publikum besser erreichen kann. Das wollte ich euch heute Morgen mal zeigen. Finde ich prima, super Funktion. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Apple. Wieder mal klasse gemacht, auch wenn alle wieder meckern. Ich liebe es und ich finde es klasse und gebt mir euer Feedback, eure Kommentare dazu, was ihr denkt. Und wenn ihr keine iPhone-Fans seid, auch in Ordnung, macht weiter so. Aber in jedem Fall nutzt die Gelegenheit, nutzt Screen-Sharing, Screen-Recording, also die Aufzeichnung am Bildschirm, um eure Story unters Volk zu bringen. Also legt los, ich freue mich auf eure Aktivitäten. Und wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht, einfach melden. Ich bin da und stehe für eure Fragen bereit.